Target Jo. Buds. Ja. Nidalee, Rakan und dann noch irgendein anderer Champ, immer. Wieder die Meta wechseln. Also von daher. Nee, ich habe ein Gefühl, die lassen Nidalee offen. Die wollen aufs Maul. Nice try. Noch irgendein Top-Lane-Bann. Was haben wir jetzt, was haben wir mal gesagt hier? Jetzt waren wir Talia, weil wir dagegen sacken. Dich einsehe ich ein. Wir, oder? Wir, ja. Also die Lane geht klar. Gut. Da kommt der Bot, oder ist das Geweine groß? Bombt die Mauer. Bombt die Mauer. Bramp, Cosby. So. Ich will ja immer noch im nächsten Bootcamp einfach komplett nur Aurelio und Soul spielen. Kann ich machen. Ich bin mittlerweile schmerzfrei. Das ist schmerzfrei, der Chip ist ultra geil. Aber wirklich, du denkst das ja, ne? Was? Sag ich ja, Irelia. Ja. Hat der Kai'Sa gespielt? Oder ist das jemand? Oh, Kai'Sa ist auch schon. Spielst du Kai'Sa? Wie kann sie picken? Ich spiel Kai'Sa. Aber wenn wir nicht spielen, dann würde ich sie jetzt bannen tatsächlich. Warte, ich guck nach, ob er es kann. Was wollten wir denn stattdessen bannen? Ja, der hat 11 Games Kai'Sa mit ganz gut. Lass mal offen, Kai'Sa. Ja, dann bann mal Sejuani. Caitlyn ist auch. Bann Seju. Aber passt schon. Jo. Da haben wir den ein bisschen denied. Okay. Oder? Dann picken wir Kai'Sa Jungle, oder was? Was hältst du Flex, von... Flex. Ah, die geht für Kai'Sa. Camille Galio kommt, wer offen? Pick noch nicht. Ich warte noch. Okay, was können wir picken? Xayah. Xayah, here we was go. Mit Caitlyn? Was mit Caitlyn? Xayah, ja, ist, denke ich, cooler. Caitlyn ist halt, ne, wir haben Lane Pressure, aber sobald die einmal halt kommt, bin ich komplett useless, die ganze Zeit geultet. Und okay, was können wir jetzt schon den Jungler picken? Klar, Lee Sin. Einen leckeren Kraker? Ja, okay. Ja, okay. Aber von mir ist Kassel auch Lee Sin, ja klar. Lecker, schmecker, yummy, duppi, zippi, duppi. Ja, das schmeckt, ne? Jawollo, jawollo. Jungle auf! Jungle, nicht so. Fertig. Jungle, Jungle im Repertoire? Jungle, Jungle, ist doch nicht schwer. Und Olaf? Na, Olaf ist nee, schwer. Olaf sehe ich mich nicht so. Hab ich jetzt... Nicht so die guten Erfahrungen mit... Ich könnte Rek'Sai spielen. Nee, danke. Oh, geil, Leute. Die geilsten Memes hatte ich in einem Beitrag markiert auf Instagram. Ja, das muss ja klatschen. Das klatscht garantiert. Garantiert. Sind ja auch die geilsten Memes. 100 pro. Oh, gegen so einen Zack würde ich mich schon wieder auf so einem schönen Trash sehen, ne? Oder auf einer Jenna. Alter, ja. Thrash das letzte Mal, der war doch richtig lecker. Der Thrash war richtig sahnig, Alter. Immer. Richtig lecker. So, aber wir müssen aufpassen, aber dann würde ich Jenna bannen, weil ich will Jenna Kai'Sa ist richtig RIP. Weil die haut ja den Shield drauf mit Aden und dann geht's rein. Picken, oder sollen wir kriegen? Noch warten? Weil Outbun können die mich eh nicht. Ich würde uns doch beim Galio sehen, muss ich sagen. Jetzt da, direkt? Ja, da haben wir irgendwie gefühlt 1000% Winrate drauf. Jutti, Mama, Mama. Ja. Finde ich geil. Also finde ich halt wieder langweilig, aber dann bannen sie ihn ja zweites Game. Langweilig. Ja, ist kein Problem, ich stelle mich gerne in Dienste des Teams, mein Junge. Ich würde Jenna bannen. Aber ich würde auch gerne Jenna spielen, wenn. Ja, dann war's. Wenn die Jenna blind picken. Lulu Kai'Sa ist komplett broken. Bann bitte Lulu. Alter. Lulu gegen Trash ist lauchig. Wir lassen einfach alles offen an Supports und wenn die eine Jenna oder Lulu picken, ja, dann... warte mal, was ist denn hier noch offen? Top? Gangplank dann. Den Gangplank. Okay. Das andere starke von ihm, der zweitbeste von ihm ist Camille und dann kommt Vladimir. Aber okay. Camille sehe ich unsere Comp halt immer noch, ne? War das mit unserem schönen Schwammel? Ja, wenn die hier Camille gehen, ich gebe Poppy und zerstöre alles. Ah, Camille ist gebannt. Soll ich mal gucken, was er noch hat? Wollen wir Morgana bannen? Dann werden die vielleicht Trash picken oder pick ich einfach Tahm Kench? Weißt du, die gehen für Morgana? Weiß ich nicht. Ich glaub, die Lane ist ziemlich. Oder Braum, oder? Weiß ich nicht. Muss ich mir sagen. Oder dann werden die Zahmen mit Braum. Braum oder Braum Vladimir wäre meine. Alistar ist auch ziemlich strong mit Kai'Sa. Aber Alistar ist auch nicht so gut gegen Trash. Spielt echt irgendwie nicht so viel, der Top-Laner. Das ist. Den haben wir unter Kontrolle, den Jungen. Mystery, der ist ja auch stuck, Alter, mit 150 Games Level 5. Eieiei. Den machst du lang, mein Junge. Wenn ich hier 1v1 sterbe, spiel ich nächstes Game Teemo. Eieiei. Unlucky, hoch da! Bitte, Mond, also macht was! Okay, was picken wir jetzt? Willst du unbedingt Counter picken, Kevin, oder? Joa, würde ich mich schon sehen. Dann würde ich mich jetzt auf einer Jenna sehen, auf dem Trash. Ich sehe dich safe auf einem Trash. Aber ich sehe ihn auf einer Jenna, oder? Ja, ich überlege halt, was können die denn picken, wenn wir jetzt Jenna nehmen? Haben die irgendwas, was uns aktiv countern würde? Weil Xayah ist. Tarik, Trash, Lulu, glaube, das alles Nami, Kama, Jenna, okay. Ja, mach wieder 6.
Okay. Also ich denke, Kai'Sa ist halt Early Game mega weak. Das heißt, wenn wir jetzt einen aggressiven Supporter picken, dann können wir das 2v2 trotzdem easy gewinnen oder even halt und werden die halt einfach übel outscalen. Ja, aber Thresh ist doch ein aggressiver Supporter. Ja, aber das meine ich ja. Wenn die jetzt Thresh picken, dann gewinnen wir das 2v2 trotzdem. Einfach nur, weil Kai'Sa so kacke im Early ist. Ach so, das meinst du. Und Jada ist auch relativ aggressiv early. Ja, okay, das meine ich. Also ich glaube einfach nicht, dass jetzt noch ein Pick übrig ist, der Junge. Botlane so aggressiv ist, dass das Matchup ist. Was ein Platz? Macht da mir so was hier. Ist da die Fiora? Ich sehe dich auf dem Trundle. Trundle gegen Science sackt. Ich komme nie ran. Okay. Ich auf dem Malphite. Okay, wir haben übelste Winning Buff auf jeden Fall. Ja. Wir haben kein Damage, wenn wir irgendwen rausforcen von den Carries, glaube ich. Ja. Nehmen mal zwei Carries und drei Tanks. Also ich pick Fiora. Pick mir Fiora. Trindermeer. Würde ich dich auch sehen eigentlich. Wenn ich hier einfach fucking Trindermeer einloggen würde, Alter, Junge. Yasuo, Junge. Was geh ich denn hier vom Itembild her? Rod of Ages. Ich hab gestern Yasuo gespielt im EU Masters. Wer? Lexisch. Was hat er gespielt? Yasuo top. Ja, Yasuo top, ja, okay. Gegen Nah. Aber okay. Halt gegen Nelina Lissna. Nice Flame Solar. Von Black Lancer. Ja, die Flax ist halt individuell einfach viel besser als der, kann man sagen. Der kann nichts. Junge, der Typ ist 400.000 Punkte. Flax ist mal so immer lange 1v1. Ja. Yo, kann wirklich nicht, yo. Okay, du bist halt krass. Aber ja, der ist immer irgendwie mega high elo, wenn ich mal vorbeischaue. Ist er sogar in Korea. Der ist halt so ein Kolkin-Spieler tatsächlich. Ja, gut, da passt ja Yasuo zu ihm. Der ist halt richtig balls deep. Wenn der nicht klappt, rennt der runter, quasi. Und wenn es klappt, carried der 1v9. Ich habe heute gegen Wanda gespielt, hat nicht so Spaß gemacht. Vor allem Kami gegen kein Wanda. Halt's Maul. Ey. Was denn? Was denn? Aber geswappt? Freust du dich schon? Ja. Ich bin am Ende des Monats zu sehen. Mach doch nicht sowas. Warte, Ende des Monats sehen wir uns? Ja. Ach ja, Red Bull ist ja. Ach ja, oh Scheiße. Oh, hab ich jetzt gespoilert? Scheiße, ich kann die Frage nicht hochladen. Ist schon raus. Doch. Ist schon wieder schon fest. Lololol. Ich höre schon jetzt Fiete, ja. So, Leute, ne? Also, konzentrieren. Nicht zu viel Risiko gehen. Wir outscalen. Wir gewinnen das. NA hat Sneaky. Wir haben Mori. Jo. Das Junge, Sneaky sieht aber auch verdammt gut als Vibe aus. Oh, Jungs, aus. Heute wird die Bang, Alter. Jo. Junge, ist halt wirklich so, ne? Alter, ich komm schon. Pause. Das könnt ihr doch nicht jetzt nicht jedes Game durchziehen, Jungs. Klassische Pause, Junge, man kennt sie. Mann. Was ist denn da los? Was ist denn da los, Junge? Der soll vorher scheißen. Mann, der kann doch echt nicht sein. Der hat voll viel Zeit, der hat doch gepickt. Einfach swap und dann gehst du. Ready. Ja. Go. Pause. Anficken. Hey. So, wir stompen jetzt jede Lane. Jede Lane ist jetzt nicht so eine Stomp-Lane, ne? Johnny, auch du gehst jetzt 1v9. Was? Bitte ist Flash raus. Das ist der Junge. Ja, wenn der Jungler kommt, Alter, ist der tot, aber ich hab unlucky, ich gank nicht Midlane. Was? Du wirst am meisten von uns eingegangen. Ach, das ist doch wohl jetzt hier eine Lügengeschichte. Bist du blöd? Das war vor 5 Jahren mal aktiv. Was? Alter, sonst würden wir jedes Game gewinnen. Also, Gank-Reihenfolge ist ganz klar mit Top und dann kommt Botlane. Jo. Botlane gankt mir erstmal gar nicht, ne? Nee, es kommt erst mit, es kommt mit, dann Top, dann mein eigener Jungle. Dann der Blue Buff. Dann der Blue Buff, aber dann Enemy, das Jungle. Ding ist halt, Anneke und ich verlieren halt auch kein 2 vs 2. Das ist halt einfach. Ja, weil ihr die 2 vs 2 spielt. Ja, dann ist immer 2 vs 2. Ich nehme 1 C3. Was wird denn gewinnt trotzdem? Was denn? It's Step Time. Was ist das hier? Ein Botlane-Start? Ja, sicher. Das macht man. Das für jeder startet Botzeit gerade. Das war so. Jeder startet Botzeit. Ja, auf ist so. Toplane Pressure ist. Ey, Meta changed, ne? Toplane ist Win. Ach, so ein Bullshit. Leute, gibt Solar 8 Kills, dann so ein Bullshit. Ich dachte, der 80 Jahre kein LoL gezockt hat. Deswegen ist jetzt 15 LP oder was? Ja, wollte gerade sagen. Ja, jetzt wo die Top Lane jetzt keiner drumherum spielt. Nee, jetzt wo es zählt, droppt er wieder, weil er nichts kann. Okay, Anlucky, ne? Ich hab, die hat keinen Cleanse gepickt. Die will sterben. Alles klar. Ich hab das da auch dabei. Das Böller. Alles klar. Ich auch. Ach, guck mal, da können wir doppelt böllern. Cheesy Level 2 ganken in der Mitte, Tim? Cheesy Level 2 ganken Bot, ey. Nee. Auf Level 3. Wir haben doch nichts zu killen. Doch. Stimmt. Stimmt.
Oh, die pushen, aber toll. An sich. Mann, jetzt ist uns schon eine Plotline-Pressure wieder am Arsch. Ja, Bot ist was? Jetzt müssen wir jetzt mal zu der scheiß Push wieder rauskommen. Die haben nämlich Toplane gestartet. Ja, die sind ja auch dumm. Macht. Wie ihr Booster sind nicht, ne? Ihr und euer scheiß Backseat Gaming. Ich geh mal in den Red Buff vor, ne? Mach dat. Langeweile schon in der Mitte oder was? Hä? Hast du schon Langeweile in der Mitte oder was? Ja, gut, das spielt Grass! Hey, Augment! Wo bin ich hier? Ging noch spannend auch, Kevin. Ich darf jetzt kein CS kriegen, ohne zu weinen, Kutsche. Kriegen wir hin. Weinen in AD Carries, hast du doch schon Erfahrung. Ja. Ja. Zack Level 3 Botner, aber der hat immer noch kein Red. Der ist dran, ne, oder? Nö. Nö. Da kann er doch auch Level 3 Top kommen. Ach, Kevin. Quatsch. Der zieht nach dem Top Side Clear aus. Scheiße. Nix. Push doch, der hat immer noch keinen Red Buff, Kevin. Ja, aber den Invade aber jetzt Anarchy? Ah, jetzt ist nee, er beim Red. Ich hab noch kein Schild, oder? Ja. Wisst ihr, wo Zack ist? Nee, kommst ne? Du mit ja, dran? Der ist am Red. Nee, hä, der hat den geskippt immer noch. The fuck? Oh, what? Kommst du da dran? Ja, mit vier Worten, so, oder? Ja, let's go. Oh, der Ward hier war ja Premium, wa? Danke. Oh, what, wo bist du denn? Das sah ja richtig strange aus. Schöne Ding. Flash Ignite Syndra. Nee, da passiert ja nichts auf der Mitte immer, ne? Ja, jetzt, ne, du musst halt auch mal ein bisschen Druck machen. Da kommen sie. Das, ey, Nivek ist voll toxisch, ey. Kevin hat mir besser gefallen. Was? Fucking Nivek. Weißt du noch, Kevin und Bobo, das war ein Team. Ja, Kevin und Bobo, das war die beste Iteration. Das war ein richtiger Winner-Mentalität. Der war immer noch nicht beim Red. Jetzt ist er beim Red. Fucking Nivek. Da ist er. Ja, gerade Highschool Musical. Heute haben wir komplette Push-Pressure, aber wir müssen halt aufpassen. Warte nochmal rein, ne? Ja, Zack ist Flash, Vorteil. Flash Engage mit Zack wird halt. Lass bitte sofort nochmal mit meinem Flash Engage. Der war super. Danke. Ich hab ganz viel Mühe mitgegeben. Zack kann jetzt Botside kommen, ne? Oder? Die wollten einfach nur rein, weil der mein Wirbel raus, ne? Ah, okay, gut. Scheiße. Passt da auf, Leute. Passt da auf. Ich glaube, ich hätte trotzdem hart kassiert. Können wir nochmal direkt? Ja, ich hab Flash. Das ist ein Safe Kill, Leute. Safe Kill. Ich flash da auf, ne? Du musst vorsichtig sehen. Zack ist hier, können wir den holen? Ja, komme. Ich kenn's ja den, wenn er jumpt. Kann ich mit rotieren, aber ich chill einfach nur. Ich komm da nicht ran. Er wird jetzt channeln! Oh! Lügner! Hab da! Kann ich den haben? Ja, Botlane moved jetzt erst. Nee, ja. Wir moven gar nicht. Alles. Optimal, danke Jungs. Schöner Call, Kutschi! Danke! Mit resetten. Sauberes Ding, Jungs. Sauber. Die machen mal nass, Jungs, die machen mal richtig nass. Dann gewinnen wir zwei und dann kriegen wir wieder dreimal auf die Fresse. Ja, da sehe ich uns. Warte mal, was? Na. So, da wieder Mitte. There's not a star in heaven that we. Wunderbar. Der Part kam gerade in dem Moment. Echt? Jo, du hast gerade perfekt getroffen, Alter. Geil. Ei, die ist gerade umgeflasht. Ich kann jetzt. Ich move runter, wenn ihr die nicht enthalten könnt. Oh, die Kombo ist fucking busted. Haben die Samski used? Ja, LS-Flash. Ah, ich sterbe halt im CC. Ich darf. Ich muss auf jeden Fall Level 6 kriegen. Holy fuck. Mittlerweile hat Botzeit gewordet. Oh, hier ich. Das ist wunderbar. Kevin, ich bin in einem halben Level 6. Können wir machen, da können wir starten. Ja? Na klar. Würde ich gern. Die Deep Warden hier unten, ich kann dann nach Mitte kommen. Ja, Sutra hat Angst, also die steht super weit weg. Die könnte auch Deck hier. Ich bin noch nicht Level 6. Base, die könnte jetzt aus der Base. Sutra immer noch Miss. Sollte fein sein, I guess. Ich hab Movie Boots jetzt, ich kann 6. auch noch mal Mitte kommen. Ja, ich werde Ultra Push Liste mal durch und komm mal in Top Cam. Unten in der Firma. Jeder engagiert sich immer in diese Richtung. Jetzt schauen wir mal, müssen wir mal gucken. Ich hab grad Free Time. Botlane ist Miss. Deck hier sehen wir. Ich kann auch mal Deep One. Da geht nix, Kevin, oder? Da geht nix. Deck Move Bot weiter. Wahrscheinlich Golems. Alistair ist einfach über mein Pink Ward gelaufen gerade eben. Oh fuck, ich finde das. Fucking Hex dich vielleicht. Oh man. Bis jetzt. Enemy Blue ist in
10 Sekunden circa habe, ich würde den gerne nehmen. Ja, ich bin... Ich hab Pressure. Ich habe auch Hard Pressure. Move. Was ist das, Miss? Silas Miss. Ihr denkt, wir bleiben den. Ich hab berichtet. Bitte ne? Was, wenn ich komme, Johnny? Ja. Hab grad eh nichts zu tun hier unten. Wenn die Lane halt totfriesen, ne? Also ich brauch dich schon, um die Füße zu lösen. Ah, die steht da irgendwie noch Vision zu haben, ne? Ja. Oh, Sack hier unten. Ja, ich hab mich freeze grad. Mhm. Warum hat der denn Double Ruby? Ich brauch unbedingt Level 6. Deck move wieder Botzeit, sehen wir. Ich freeze Mitte. Also Syndra könnte jetzt moven, aber... Also viel zu bieten habt ihr noch nicht. Deck immer noch Botzeit, ne? Mhm. Passt auf, passt auf. Schießt das weiter? Schießen. Ich kenn's ja die Rave. Habt ihr Ward? Nee. Wenn ihr Facecheck sind wir sofort tot. Wenn der wollte, der wollte. Oder der baitet. Ja, ja. Aber der macht die ganze Zeit. Der ist halt so, wenn Engage drauf haben, den Kill. Das ist ein bisschen disgusting. Mm, ja. War noch ganz kurz. Pushe. Syndra ist immer noch. Oh, okay. Syndra ist wieder Mitte. Komm mal. Noch übel 4 bis 6, ey. Ja, ich habe es ja. Wir können es halt komplett wechseln. Und das wieder Mitte. Der resettet hier oben. Der wird wahrscheinlich Ulti auf der Toplane wieder. Ich kann jetzt Botline backupen. Ey, der TP ist sogar los. Ja, bei Level 6 ist das Problem. Also, Syndra hat jetzt Push-Pusher. Wenn ich auf der Lane bin, kann ich durchpushen und Richtung Bot moven. Syndra ist gerade Miss. Ich muss warden hier, bevor wir da irgendwas machen. Ich hab kein TP noch, aber Sign auch gerade nicht. Ich bin den Peakboard eben. Nämlich engaged. Der weiß auf jeden Fall nicht, dass ich da bin. Ja, zwei ja ich push jetzt 6. Mitte. Syndra müsste noch Base sein. Den Ken und den Q, den Ken, mit dem Ken bin ich Level 6. Syndra ist noch Mitte. Deck ist da. Deck ist Move. Hier. Ja, ich bin tot. Nee, ich kann Botlane gar nicht ganken. Also nicht mal ansatzweise. Ja, dann lass uns Top Mitte rumspielen. Ja. Wir sind doll, wir haben Pressure auf beiden Lanes. Können wir top diven, Kevin? Nee, ne? Zu zweit. Oh. Weiß nicht, hast du Damage? Du hast eigentlich schon Damage. Ja, ich hab. Können wir gleich mal gucken bei der nächsten Wave. Ich push hart rein. Jo, ich auch. Können wir mal schauen. Ich weiß ja nicht genau, wie wir das. Ich auch nicht. Wir müssen halt meine Ult utilizen, aber der kann halt einfach raus. Wir können kaum die Ult nutzen. Jetzt eine Combo raus. Kein Mana mehr, Leute. Boah, ich hab ihn jetzt relativ low. Ja, ich bin around. Ich bin auf noch so 2 Minions bis Level 6. Einen. Hä? Ich hab Ult. Wenn wir sie von Lange kriegen können, dann gewinnt er das halt, aber sobald er die Kugel kriegt, dann halt immer. Jo. Oh! What the fuck? Sorry, das. Alter. Zack hier. Gesehen? Jo. Ja. Alter. Ja gut, wir haben den Flash bekommen, ne? War nicht so bad. Aber es sah fucking witzig aus, Alter. Zack kann von da jumpen, okay. Jo. Raus. Wo ist meine Midlane hin? Wie gesagt, ich hab die reingepusht in der Zeit. Alles gut, alles gut, ich wollte nur drauf. Ja. Alter, das war legend witzig. Deck back hier unten. Kannst du drauf? Boah. Nichts mehr für dich, BF. Flash raus. Ich war nicht. Du musst Flash raus. Nee, jetzt glaube ich nicht. Ah, ich hätte kein Wehr. Hm. Go, der hat doch nichts zum Ranziehen. YouTube. Ich hatte Angst vor Sutra, damit habe der Eva ja auch schon aus. Meine Hand tut übel weh. Holy shit. Geil, Syndra ist auch geflasht. Wir können ja eigentlich. Ah, weiß ich nicht, die wird halt passiv spielen. Denke ich auch. Ah, mehr sollen wir hier. Topline hat ja keinen Flash, ne? Wir können das halt nochmal punishen. Der andere. Ah, scheiße. Der. Vielleicht für unten. Ja, ich habe jetzt Rod up, also bin ziemlich gut in der Grid-Kurve unterwegs. Ich move runter. Können wir Botlane vielleicht die Pink können? Joa, ich komm da. Die Sahne ist einfach nur kaputt. Können wir fighten? Auf Kaiser, die kann ruhig. Oh mein Gott. Oh.
Ah, du hast hier noch einen Taunt? Nee, nee, ich hab schon raus. Das ist wohl ein Push. Ich bei dir, das war der Beste. Dann mach schon mal top. Was gehört, Solo? Ja. Der kommt bestimmt nochmal, der hat noch Passive ab. Ja. Oh, wow. Oh no, what? Oh, das war mein Bad. Holy shit. Das war terrible. Seared. Ich komm top als Backup, falls er irgendwas vorhat. Nee, kann ja nichts wirklich machen. Nicht mal ja, wählen, keine Ahnung, wenn ich da hingehe, burstet Syndra mich. Ja, aber dann ist ja tot. Ich nicht. Hä? Das ist ein bisschen weird aus, weil ich 10 Sekunden kämpfe und halt nichts kam. Ach, halt's nicht Maul. Doch, ein Q kam, aber den habe ich gemisst. Ich dachte, der sagt einfach, halt's Maul zu Kevin. Achso, nein. Ich habe 10 Sekunden gekämpft, da kam nichts. Ach, halt's Maul. Halt's Maul. Nein. Okay, also wir lanespoppen jetzt, oder was? Jo, versuch den zu holen. Ja, aber Laning Phase macht keinen Sinn. Okay. Nee, Gott, das ist echt nicht lieber. Oh, ganz so lang, dick lauter. Ah, ich weiß nicht, also wir werden halt nicht viel pushen können, glaube ich. Ich glaube, der hat zu viel Rave Clear. Aber wir können es versuchen, wir werden immer wieder ein bisschen Damage kriegen. Ich glaube, Johnny hätte auch Botlane bleiben sollen. Jo, kannst du nochmal runterkommen, Johnny? Ich kann nochmal wieder Botlane gehen. Ja, ja, ich push rein. Ja, keine Summoners, ne? Ich habe Ult. Ich glaube, Summoners sind raus, ja. Ich kann mal gucken, ob ich Bait vielleicht kriege. Ein bisschen ich bin Range jetzt hier in Range. Alistair müsste gleich kommen, aber ich move. Ich bin jetzt in Range. Oh, die haben dann Pink. Ich kann auch fighten, denke ich. Ich hol spät. Holt mich, es ist nicht so spät. Ein bisschen verschätzt. Ah, sorry. Mal weg. Wir trollen Kevin. Bisschen. Ich hab was hier. Kannst du fighten? Ihr wollt ihn rollen. Schon, aber ich hab keinen Mana, ne? Boah, Job. Shutdown, Alter, was ein Vieh. Sünder und Zeilen sind oben, Sek ist auch Topside. Gehst du Mitte, Kevin? Ja. Kannst du resetten, die Wave steht übel gut für den Freeze. Ja, okay, wenn du willst. Dann geh base. Ich hab mich da auch noch beim Q reingesehen, muss ich sagen. Wir gehen rein hier unten. Bitte, ich glaube, drauf gehen könnte, pass auf, sie sind raus. 6 auch noch oben wahrscheinlich, ne? 6 war Topside oder ist wahrscheinlich jetzt im Botside-Jungle? Ja, ist hier. Im River. Okay. Kann sein, dass die respawnen, passt auf Kai's auf. Okay. Das ist immer so kacke, wenn man so einen Champ noch nicht so oft gesehen hat und den Damage nicht einschätzen kann und auf einmal irgendwas explodiert und sich ziemlich gilt. Also, sie macht keinen Damage, bis der Passive Proc ist und dann one-shot sie dich. Ja, oder Kevin. Also, ich denke so, ja, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Seiner TP'd. Ich versuche die zu scaren, Kevin, aber ich habe keine Ult. Mal gucken. Move hoch. Einfach chill. Wenn die so weiter sich hier bleiben, dann können wir was machen. Aber ich bin unterwegs. Bin jetzt. Spirit. Im River. Okay. Ah, oh, da ist ein Zack. Ich gehe raus. Ich glaube, wir werden ihn mit der nächsten Wave kriegen. Zack ist Bot. Ich gehe raus. Ja, der ist der Turret. Nice, gut, haben wir getradet, ich mein. Jo. Können wir noch? Flash. Ich hab keinen Mana. Okay. Wir machen Infernal, wollen wir Herald machen? Das ist Mountain. Achso, okay. Ja, ja, wir gehen Herald. Hier ist ein Pig drin, try. Ich kann mit dann denke ich auch wieder pushen. Pass auf, hier war. Ja. Wer ist da? Ja, Pop. Zack beim Enemy Red. Dann können wir wieder reswappen. Alter, ich sollte mal irgendwie Licht machen. Also Solo ist jetzt so CS-Wegs wieder angekommen durch die Swaps. Ich sollte ihn ja, nicht nehmen. Okay. Also Tobi, du, den müssen wir auf jeden Fall unter den nicht nehmen. So, sobald der Alistair mich kommt, bin ich einfach instant dead. Wir haben Galio Ultimate und wir haben die Simplus Herald. Also wir können übel gut Vision holen überall hier. Wir können zusammenlaufen einfach Kucha und Tim. Wie heißt nochmal der Jungle? So, ich muss mal grad nicht um Licht kümmern, Alter. Ich sitze hier einfach in der düstersten Düsterecke. Ja, die ist bei dem Top. Wollen wir einfach den Herald direkt botplacen und Druck machen? Yep. Ja,
übrigens gerade Base, das heißt, sie sind. Ich bin ja Base, das heißt, sie sind heute noch Push-Pressure haben. Also ich würde sagen. 6 ist Topside. Go, go, go. Ja, dann können wir es einfach machen. Dann hier das Ult, ne? Soll ich playen? Ja. Ja. Ich hab jetzt wieder Licht vor allem. So dran Mist, aber nicht Richtung Bot. Oder sind Top bei dir, Kevin. Ja, dann können wir hier hart pushen. Willst du Top vielleicht? Ja, bleib mal mit und guck mal, ob du vielleicht Top was machen kannst. Ja, Sutter könnte auch hier rüber Bot move, ne? Aber ja, dann. Sieht die müssen resetten, sonst pushen wir die durch. Ja. Syndra wird jetzt hier gleich was. Also wahrscheinlich. Alistar könnte auch kommen. Ja, Syndra ist Bot, Syndra ist Bot. Soll ich Top für Ult? Ne, die wird back. Enemy Jungle invaden. Ich gebe euch Botline Backup mit Ult. Ja, ja. Wir können Mitte rotieren. Mitte, 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 Mitte. Ja. Guter Call. Leider nicht so viel CS. Zack ist hier, Vorsicht, der wird wahrscheinlich gleich aber engagieren. Alistar haben wir auch noch. Pass auf, Alistar auch. Ist auch wieder, die können jetzt kollapsen, wir sollten da raus. Nee, 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 Alistar noch hier. Die wollen kollapsen, aber da noch ein bisschen. Der move jetzt hier. Können wir hier? Alistar, Alistar, Alistar. Ja, das kollapsen. Wir müssen auf Kaiser. Kaiser, Kaiser, Kaiser. Renn nach oben. Ist gesnared? Hier ein bisschen MSP, MSP. Alistar keine Ult. Das war gar nicht gestunt, Alter. Ich hab das gar nicht flashen müssen. Hat die Syndra geultet? Nee. Doch, oder? Nee. Hat sie nicht. Ich kann die ist geflasht, ne? Die Syndra. Kann ich den Blue? Ja. Ist geflasht, ja. Ich glaub Syndra. Gib mir das die Base. Hast du auch Mitte? Die können dann nochmal engagen wollen. Ja, ich würde nur einer Wave hartpushen, hab ich sie. Ja, der Zack wird euch da engagen wollen in der Wave. Ja, ja, alles da kriegst du sie mit. Dann müssen wir die wieder defensiv annehmen. Boah, ich mach den Zahn richtig heavy Damage, Alter. Das Item wird es halt. Na, AD, hör mal. Okay. Genau, back für neue Wards. Mhm. Ja, Mitte ist relativ low. Also, wenn wir da die nochmal ausrotieren, können wir den nicht retten. Könnt ihr noch pressuren gerade? Ja, also, ja, 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 können wir machen. Murdoch kommt jetzt gleich. Ich hab TP. Kannst du auch kommen, Tim? Ja. Komm sofort. Syndra ist oben gerade. Fucking Ninja Wall. Jo. Ich überlege, hat alles in Grund und Boden. Ich hab Double Magic von der Swing gebaut. Das ist halt viel Witze. Wir wollen hier reingehen, ich bin in Ult Range. Nicht special, oder? Oh, 2 Sekunden mit Schild. Auf wen gehen wir? Alistar? Ja. Raus, 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 raus. Ich glaube, ich hätte gar nicht flashen, weil ich dachte, er kommt und nicht. Was für ein Tower bekommen? Alle Mitte. Außer Cyan. Ihr habt relativ deine viel Bot? Cash gerade. Bist du Bot, Kevin, oder ich? Hab ich schon jetzt mal Bot gebracht. Oh, ich geh Bot, ich geh Bot, ab jetzt. Jo, ich reset dann top. Achso, du willst resetten am Stage. Ich glaub, jetzt Ardent. Das ist doch schön. Da! Ich liebe, wenn ADCs Wards angreifen, nicht genug Attack Speed haben. Und ich liebe die Mathematik. Mathematik. Ja, die ist bald Ginsus fertig, die Kai'Sa wahrscheinlich beim nächsten Mecha, sie wird relativ strong sein. Wie hoch ist der Magic Damage Anteil bei ihr? Pass auf, pass auf, pass auf. Ziemlich hoch, also nicht Corki-like, aber schon. Bei wenn Kai'Sa? Sie Ginsus into Nashos geht, dann ist schon fast 50-50. Ich geh top. Ich kann ich top eigentlich abholen, glaube ich. Die Syndra ist ja gerade mega weak und im Vergleich dazu Johnny ultra strong. Ja, ich bin. Dann Seraphs jetzt ab, oder? Glaubt ihr, wie auch das Game? Ja, die ist schwierig, ne? Die ich glaube halt schon, ich glaube schon. Triple, ich glaub schon. Tank, aber so ich werde halt irgendwann so einfach rasieren. Also ich glaube, wir haben es ziemlich hart sogar. Die haben auch, glaube ich, nicht genug Engage gegen uns. Wird dann halt 4 gegen 4 oder so, da haben wir genug Disengage. Ja, und ich. Also bitte, bitte, vorsichtig, vorsichtig, ja. Vorsichtig. Ich habe keinen Flash. Die dürft Kai'Sa halt definitiv nicht unterschätzen. Also, die ist schon insane strong. Ja, aber also ich wir wollen Hilfe bitte, wir wollen Hilfe bitte. Ich komme direkt. Ne, passt, wir können die Wave klären. Wow. Ich hab 402 Items. Drake ist auch in einer Minute wieder ab. Die könnten zu dir runter moven, Kevin. Also Zack jetzt sagt's gleich. Ja, wir können die Wave jetzt auf jeden Fall erst am Tür, dann nehmen gerade 3 Mitte. Zack ist auch around wahrscheinlich. Oh, sind bei mir. Ich kann Mitte kommen. Bin fein. Ich komm Mitte. Die ist raus, ihr könnt da eigentlich jetzt gerade. Ja, die sind da, wenn mich halt. Ja, komm mal. Wie ist die BTB? Schön neu. Das ist so wichtig, Alter. Ich bin da. Auf den Zeilen? Zeilen, Zeilen, Zeilen. Was ist überhaupt passiert? Deswegen Alistar kommt auch. Ich kann kommen, ich weiß ja, wir, also wir sollten wirklich nur teamfighten, wenn wir an die Carries irgendwie rankommen. Die werden aber top slow pushed, also wenn wir... Achtung, hier, ja. Der Alistar ist auch rein, glaube ich. Ja.
Die haben nicht viel geused gerade. Vorsicht. Ich hab auch noch Ult. Und keine Janna Ult. Ich laut. Wirbel kommt. What? So das Schild. Alistair ist gesnared. Sek. Ja, alles gut. Ich baite hier erst raus. Jetzt. Ja, weiter, komm. Chase. Haben wir noch was? Kannst du? Okay, raus. Ja, Wirbel kommt. Oh, die hat ihn noch ult. Ja, damit sowas hält. Alter, als ob nur Alistair gestorben ist. Ja, wir haben den Sektblob halt gar nicht gefokust. So ein Ticken früher Ultimate, weil dann stand die genau neben mir, oder was. Weiß nicht, als Ulti, das war ich schon am Rande. Ja, das war übel bad von mir. Ich hab Badget mich einfach fort geklickt. Kaiser ist und hat nichts mehr ready jetzt. Nice. Guter Damage. Oh, fuck my life. Schade, Schild gerade bekommen. Das Dex halt. Boah, die Kaiser ist so fett jetzt. Da war sie auch vorher schon, oder? Mal gucken. Aber ja, wenn wir da den Sekt ein bisschen früher kriegen, dann ist das ein 2-0 Trade und wir müssen nicht weiter chasen, können wir wahrscheinlich sogar irgendwie. Können wir den Ash rushen oder so? Ich hab die Kaiser gekriegt. Nee, Bot zu große Wave. Ja, ich hab einfach zweimal neben Kevin geklickt, so mit der Ult. Das ist halt ein Point and Click so auf. Mein Kick, Alter, wurde einfach von dem Tornado interrupted. Der wäre einfach 5-Man gewesen. Das ist bitte. Dion hat gerade einen Knockup, wo ich ihn gekickt hab. So, da hol dir noch die Mitte Wave, ne? Die ist huge. Aber ich glaube, ich hab diese hintere Ult in meiner Ult gedodged. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt für Drake gehen. Ja, die Kaiser wird jetzt auch vielleicht sogar schon 3 Items haben, die ist so gut. War hier? Die haben einen ziemlich harten, schnellen Baron, ne? Müssen wir aufpassen. Mhm. Fix Blue. Und mit Fix meine ich, ich mach die nächsten 10 Minuten Blue. Genau, Würfel, dann habe ich die öffnen. Aber wenn ich 3 Items habe, dann habe ich trotzdem mehr DPS als die Kaiser mit Jenna Shield. So ist es nicht. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wir sind halt auch in. Also, ich glaube, in Teamfights kann ich halt mega viel machen, wenn ich nicht durch die. Die Kaiser wird halt mit ihrer Range echt. Also, die wird durch ihre Range. Ich habe die eben quasi mit 2 Qs gesohnt. Ach, sorry, Kevin, wir Support? Ja, wir haben aber noch ein bisschen Overwatch. Das war fein eigentlich. Okay. One Rewards. Ich komm mal zum Ranken. Okay. Ich kenne die Baron Vision. Ich habe keine Wards, ich muss backen. Die waren den übel schnell mit Kaiser. Haben wir noch einen Blue Trinket oder so? Nee, ich hab keins. Erste Minute. Ich move auch schon mal hoch ein bisschen. Wir können ja halt auch duen mit Zack und Kaiser, ne? Die sind dran, glaube ich. Oh ja, das ist das hier. Ich bin gleich bei dir, Auf die Kaiser, Kaiser ist übel low, kein Flash. Auf Alistair. Ist nerd, beide. Ja, das nice. Der Alistair Kaiser ist übel low, wir können Nash. Yo, zum Glück, Alter. Flash raus. Ich sweep. Ich hätte halt nur ein Wort, so, weißt du? Entweder ich Wort da rein oder da rein. Ich geh zone, wenn die kommen. Gut Job, Leute, gut Job. Ja, der ist viel. Wie eine Alistair W das ganze Game entscheiden kann. Naja. Die haben übel dumm reingechased danach noch. Ja, weil Sola wäre tot gewesen, hundertprozentig. Ja, klar, aber. Ich weiß gar nicht, ob das so einen großen Unterschied gemacht hätte, weil ich wäre zwar ein bisschen länger CC'd worden, aber Kaiser. Oh shit, ich bin tot. Zu mir geultet. Was macht die denn hier, Alter? Hat ausgerechnet, dass du so lange gegangen bist. Kaiser Chase kommt. Ja, keine Ult. Hätte ich nicht einfach killen können, Alter. I hate it! Boah, wenn du die. Kann ich den Wert schon haben oder bist du noch nicht? Schon? Ist Minute 25. Was ist denn hier, mein Junge? Ich hab 2 Items. Ganz vorsichtig, frag danach. Jo, so. Kann ich ihn bitte. Entschuldigung, Tim. Dürfte ich vielleicht diesen roten Waffe? Ich weiß, es ist jetzt nochmal und dann, ihr könnt über Top und Mitte spielen. Ja. Oh, ich geh Top. Wenn ich mal Level 16 habe, ist halt auch nochmal sick. Gibt es auch jetzt Mitte gehen und die anderen Top? Ja, ich sollte was. Achso, so. Okay. Ja, aber ich würde zu. Ja, Ult wäre die Flash cool, ne? Darf ich Slow pushen gehen zu Third, weil ich glaube, wenn ich nicht da bin. Ich glaube, die Kaiser hat jetzt noch keine Nashos. Der Ult. Ja, und 25. Wie eben quasi. Genau so was. Wenn die halt richtig hart committen auf Sola, wir haben übel viel Peel eigentlich für ihn. Ja, okay. Also wenn wir das gut spielen, dann sollte er eigentlich überleben und dann Galio Ultimate countern. Das wie lange brauchst du für Infinity Edge, Sola? 500. 12 auf Void. Syndra move top. Pass auf, noch nicht wartet. Ich
so deep ohne Vision. Ja, 3 top. Wir noch warten, bis sie die Solo-Lanes reingepusht haben. Ich hab noch einen Blutschwinkel, das ich bin jetzt Mitte Hälfte. Eine Spot. Ich denke, die werden jetzt auf jeden Fall trappen. Ist unter Mitte? Ja, die hat eine Schuss ready. Also, die hat jetzt gerade einen richtig fetten Power Spike. Mir fehlen noch 300 Gold für Infinity Edge. Dann bin ich ungefähr vergleichbar stark. Ja, die Sunder hat echt Probleme, die Waves zu clearen. Ja, ja, top auch. Gehen die rein, die wollen hier rein. Jo, Zack hier. Ich hab Ult. Zack hat Sprung raus, fein. Ich clear den Pink hier. Boah, wat? Jo. Ja, die hat 3 Items jetzt. Aber als ob die W so viel Schaden macht. Oh, ja, hier ist glaube ich noch ein Pink, oder? Der wird jetzt immer noch hier oben. Zunder Move, Zunder Move. Die Engagement bei mir. Alles gut, ich bin raus. Nice. Okay. Dann wird die Main raus. Ich bin glaube ich dead. Ignite raus. Nice. Von Ult Range. Nein! Oh mein Gott, sind nicht dead. Beide gesnappt. Der Zack wird hier jumpen, oder? Na, hat geflasht. Kann ich nicht reagieren, leider. Flash ist raus bei Zack. Sprung ist auch raus. Passive hat der. Hat er. LOL! LOL! Oh, der hat sich Counter gehört, Dings. Die haben sich gebodyblockt. Was passiert da unten, Alter? Warum fühlst du dich nicht? Was ist denn hier los? Alter, ich dachte, ja, keiner von denen hat irgendwas gemacht. Ja, die waren einfach. Ich hab richtig gepanickt mit meinem W, weil irgendwie. Die laggen oder so. Oder jo! Ist das Internet weg, dachte ich von mir. Ah, you joking. Das ist okay. Oh, nice. Ah, hier ist Infinity Edge, ich mach da nochmal deutlich mehr Damage. Ich hab jetzt auch, Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen! Aber gar kein Damage so. Wer will den Kill? Weil du hast den Kill auf, meinst du, okay, der nimmt da. Und jo. Dann so, kurze Stille. Nichts passiert. Jo, ich so. Ich meine, selbst das war ja eigentlich gerade eine ungünstige Lage und wir haben es noch ganz gut gelöst. Da wird mit dem Nash nicht so gut gekommen, aber. Das hab ich immer gesagt. Die scheiße Squishy, wir sollen den Alistair bei sowas echt nicht vor und fokussen. Ich wurde gecatcht. Kutscher wurde engaged, ja. Rede da ein bisschen, ich habe zu lange gebraucht, um quasi zu moven, weil ich nicht gemerkt habe. Ich habe quasi hingeguckt, als sie gesagt hat, Tim wird engaged und war da raus, dachte ich, safe. Oh, kannst du den Blue kurz noch abholen? Ich würde noch Drake mitnehmen. Ich glaube, ich werde jetzt auch, je nachdem, was die Stoffrüstung da werden wird, werde ich die auch, wenn sie mich halt einfach so anultet, werde ich sie auch DPSen. Ja, aber das wird GA, das hat keinen Sinn. Ja. Ich bin halt mega strong, also. Ja, ich bin auch ziemlich strong. Billy Sinn, aber trotzdem strong. Oh, der ist da hier unten. Ich muss kurz mit rein pushen. Die wollen hier unten rein. Okay. Bin ich da. Wir haben keine ADC. Ich will für einen Drake gehen. Ist auch noch heute vielleicht. Wir wollen zu dir runter. Ja, ich move, aber ich bin. Ja, ich bin in Range. Komm mal. Könnt ihr nach zum Turk halten? Die Sünder von links. Die Sünder? Oh, what? Geht einfach keine raus, versucht rauszufällen, ne? Jetzt hab ich's geschafft, die Q da zu müssen. Ja, mein Bett. Intel ist ab hier. Das ist in der wahrscheinlich, oder? Hm, ich glaube nicht. Ich einfach Solo-Aktion bitte machen, irgendwie so du sagst mir einfach nur Drache mit Drache. Doch, doch, ich glaub, das ist er. Ja, bin ja. Ich fighten. Ja, ja. Ohne Galliopon. Ist halt auch Nash, ne? Ja, nicht so nice. Ich soll contesten. Kevin hat TP. Aber ich hab TP, ich kann so. Du hast unten Botwave gehen, ne? Ich push noch einen raus. Ja. Ein bisschen mehr Zeit, ne? Ich bin mega schnell Enemy Blue, die sind noch beim Reset. Okay. Aber müssen wir aufpassen, wenn Solak quasi die dicke Side Wave nimmt, müssen wir halt einfach noch mehr aufpassen. Mit dem Prio. Ja, sorry, das war irgendwie einfach nur so. Ich hab die Wave gesehen. Nee, das war wahnsinnig. Dachte ich, hätte auch mit euch kommunizieren können. Okay. An sich ist es ja nicht bad, wenn du die Wave hast. Ja, ich bin jetzt eigentlich auch schon echt gut dabei. Ich habe halt für den nächsten Teamfight auch Flash, also. Ja. Aber wir müssen ja auf jeden Fall so spielen, dass die quasi uns engagen, wieder re-engagen. Also wir versuchen alle unsere Spells zum Rankommen zu benutzen. Ja, das ist Rap. Und schön durch die Federn durchlaufen, Kai'Sa immer out of position. Also ich werde auf jeden Fall im nächsten Teamfight in die Backline flashen. Wenn Tim bei mir ist, kriegen wir die.
Lol. Ich hab in 700. Okay. Ich geh top. 30 Sekunden Nash jetzt. Oh. Dein Top. Ja, passt auf, Kaiser wird Mitte dann engage mal mit sein. Ja, der ist JLD Kaiser. Ah, Kaiser hat versucht für mich zu snipen. Ja, die clean jetzt hier wieder die Vision. Nice. Move jetzt hoch wieder. Pass auf da. Ich bin noch ein paar Ritz. Guter Damage. Will noch mit Prio kurz haben. Der ist super low. Flashen. Der Sek ist super low. Also super low im Sinne von kann ich mehr teamfighten. Ah, ich hab Flash verloren. Fuck, man. Wollen wir da oben was versuchen? Wie gesagt, der Sek ist wirklich low. Ach, der war. Ah, ja, der Warmox. Sechs Item. Bah! Sind hier fünf? Sein hat kein Ult mehr, ne? Ne, Sein kein Ult. Alice dort noch. Ja, Nash ist ab, die pushen Mitte gerade rein. Ja, ich kann Mitte gehen und ihr top. Das ist, glaube ich, die beste Variante. Ja, jetzt halt auf jeden Fall überall trappen. Können auch schon am Nash dran sein, ne? Ich pink gut. Kaiser hat hier gerade noch die Raptoren gemacht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall gekuckt zum Nash gehen, die könnten ihn jetzt starten, ich hab keinen Blut mehr. Ich hol mit kleine Prio. Passiert übel, der weg. Ich glaube nicht, dass sie gegen Steelgott 31 Nash anfangen wollen. Ja, 200 okay. Gold habe ich Firekill. Geht wieder zu Top und nimmt die Wave an, damit bitte? Wir nicht zu viel Prio verlieren. Ah, ist zu risky so, die können jetzt easy engagen. Ja, okay. Ja, okay. Kannst du zu mir kommen? Ja. Ich wollte nur nicht, dass der siebte stand. Wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem Weg. Gleich werden wir. Die werden anfangen wollen. Ja, Tim geht schnell basen, wir können das aber contesten, denke ich, oder? Was haben die gerade für Ults alle? Kaiser Ult ist raus. Okay, das ist nice. Bei Zack weiß ich nicht. Na, Zack hat geultet. Wir machen es halt übel schnell, wir haben kaum Mana. Wir haben auch keine Vision, die werden ihn jetzt schon machen. Ja, 4K. Boah, Zack ist deiner Johnny. Wie ist deiner? Schade. Ich hab jetzt Firekin. Wie cool. Okay. Dachte, ja, die können halt easy da engagen, auch ohne Carries. Ich dachte nur so, yo, die sind splittet, die werden da nicht engagen wollen, aber. Fuck, der Pink Clear war greedy. Passiert. Ich bin auch 350 von Rabadons weg, das wäre halt nochmal. Schönes Ding. Achtung, careful. Du brauchst nicht die Krabbe machen gerade. Doch. Da ist die andere Meinung. Können wir fix Blue machen? Dann braucht das Gold. Die sind hier, die sind hier. Vorsichtig. Ist das ein Ward? Nee. Ich hätte auch noch keinen Rabadons, die Syndra. Ja, ich weiß, aber ich bin halt eigentlich vor der Goldkurve. Also die ist halt wahrscheinlich noch 1000. Ne, die ist noch 800 davon weg. Die geht jetzt also Full-Item-Bild bin ich auf jeden Fall deutlich stärker, denke ich, als die Kaiser. Ich denke gerade top. Ja, die macht ja richtig viel Damage. Ja, ich hab auch einen Depp der Fame, ne? Das ist schon Spielverderber. Was war hier Vision Clear? Kein Sweeper mehr. Du könntest ab sein. Ja, die sind Top-Side-Jungle, die werden Top-Wave nehmen. Wollen wir den T2 deffen oder wie machen wir das? Ich würde den abgeben. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da engaged und gekillt werden, ist sehr hoch. Ich bin mit mega lag. Pause? Kann ich die Wave haben, das? Okay, ist gar nicht so einfach zu lasten. Okay, krass. Ach, fick dich doch. Top fällt, die haben hier ein Ward. Bei Mr. Deppen. Ich hab jetzt Rabe und Sub. Wir werden schon für den Top-Tier gehen, Mann. Da müssen wir jetzt relativ schnell handeln. Ich bin da, ich hab Ult ab. Zack ist gesnäht. Okay, ich muss jetzt fix wegen Rabadon Space. Ja, ja. Ah, Sandra kriegt doch Mitte. Turret fällt, ja. Ja, aber Inib sollten wir auf jeden Fall contesten. Ja, ja, können wir auch. Bin echt strong. Die sind Miss irgendwie, Kevin, die können zu dir runter. Das ist
Wenn du das Schild mal rauskriegst, dann. Ich glaube, dann kommt jetzt eine dicke Welt, da brauche ich was. Oh. Ich glaube nicht, dass die weiter pushen können. Ja, Chief. Oh, die wollen aber. Okay, dann lass hier ruhig aggressiver gehen. Ah, oh, nevermind, scheiße. Autsch. Ich kann die kicken. Ja. Oh, nevermind. Bist du? Wir fighten, Kevin. Alle gesnared. Passt auf Kaiser, guck auf Kaiser, wie da dran gehen können. Sind wir rausgeflasht? Für Kaiser? Kaiser hier, ja, der Champ ist. Insane, ey, holy shit. Yeah. Die haben einfach so viele CC, das ist ja richtig widerlich, Alter. Aber Kaiser, Alistar, das da, also, ich weiß buchstäblich nicht, wie man das überleben soll. Also, das dürfen wir auf gar keinen Fall laufen lassen. Das ist halt wirklich so, der Alistar drückt WQ und ich bin tot. Also, einfach nur, weil er WQ drückt, das ist richtig dumm. Naja. Ich glaub, pick einfach Toplane irgendwas, was ich campen kann. Fiora ist jetzt nicht so ganz geil. Du pushst halt die ganze Zeit rein, aber diven können wir auch nicht gegen den Sion. Nichts können wir diven. Doch, mit Camille. Gebannt. Ach ja, stimmt, fuck. Aber mit Camille können wir auch nicht schade, diven. Leute, schade. Ja, aber doch, schon. Ist ja das gleiche wie hier, Fiora im Early. Fiora macht sogar mehr Damage als Camille im Early. Damage ist egal, aber du hast einen Safe Stun mit deiner E. Ich glaube, die, als wir quasi, wir waren ja Midlane, Toplane hatten wir insane Pressure und dann haben wir halt den Botlane-Gang probiert. Und ich glaube, wenn wir da einfach safe gehen, Toplane killen und dann swappen, gewinnen wir das so.